Hier ist Irene Kirscht und ich lebe mit meiner Sammelleidenschaft seit über 40 Jahren und freue mich jeden Tag daran, an diesen schönen Dingen, die es heute nicht mehr zu kaufen gibt. Wo ich meinen Mann kennenlernte, damals in Hannover, da sind wir dann irgendwie mal auf die Flohmärkte gegangen am Hohen Ufer in Hannover. Und da fing das an mit so alten Sachen. Und ich hatte dann schon so Bücher und da haben die mir gefallen und da ging das dann immer so weiter. Eins gab dem anderen die Türklinke in der Hand. Und so wurde das zu einer ganz gewaltigen Leidenschaft, die mich jetzt über 40 Jahre begleitet hat. Ich habe gesammelt eigentlich Puppen und also Spielzeug so in dem Sinne. Und jetzt bin ich umgestiegen seit einigen Jahren auf Blechspielzeug, weil ich ja durch Bares, Ferraris vieles gesehen habe. Und da kam das dann immer mal vor und wurde beschrieben, was es wert ist. Und da bin ich da eingestiegen und habe auch die passende Literatur dazu. Ohne Literatur kann man so ein großes Sammelgebiet nicht aufbauen. Ich finde das schön. Ich finde das mollig. Andere finden das, meine Schulkollegin, die ich 75 Jahre kenne, deren Verwandte, die haben alles so hochmodernes Zeug. Die haben keine Vase nirgends stehen, die haben nur ein Sofa und Tisch. Das mag ich nicht. Ich muss irgendwie ein bisschen mich da so dran hochziehen kommen. Dann kommen die Erinnerungen, wo hast du das alles her und wie das damals zustande gekommen ist und so.